Dieser Film ersetzt nicht das persönliche Aufklärungsgespräch mit Ihrem Arzt. Guten Tag, ich möchte Sie heute informieren über Hirnarterienaneurysmen. Das sind Aussackungen der Hirnschlagadern, die meistens angeboren sind und im Laufe des Lebens entweder bluten können oder durch Zufall entdeckt werden. Wenn ein solches Aneurysma durch Zufall entdeckt wurde, zum Beispiel durch eine Kernspintomographie, die aufgrund von Kopfschmerzen gemacht wurde, stellt sich die Frage, ob man ein solches Aneurysma behandeln soll und muss. Dafür muss eine sogenannte Angiografie durchgeführt werden, wo das Gefäßsystem des Gehirns über eine Punktion in der Leiste oder dem Handgelenk mit einem Katheter dargestellt wird, vergleichbar mit einem Herzkatheter. Dann kann man entscheiden, ob dieses Aneurysma gefährlich ist, das heißt eine rillegewandte Gefahr bietet zu bluten. Wenn man die Entscheidung getroffen hat, dass ein Aneurysma behandelt werden soll oder muss, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder kann das Aneurysma ähnlich wie bei dieser beschriebenen Angiografie über die Leiste behandelt werden, dann allerdings in einer Vollnarkose auch. Oder bei einigen Aneurysmen ist nach wie vor die Operation notwendig. Diese Operation wird durch uns Neurochirurgen durchgeführt. Die beschriebene Behandlung über die Leiste wird über die Kollegen oder durch die Kollegen der Neuroradiologie durchgeführt, die Sie separat informieren werden. Bei der Operation, die wir durchführen, findet die Operation natürlich auch in Vollnarkose statt und wird über die Schläfe vorgenommen. Dabei wird nicht das Gehirn selber operiert, sondern wir gehen durch die typischerweise vorhandenen Hirnfurchen hindurch, die man hier sieht, und hält das Gehirn nur ein wenig beiseite und kann das Aneurysma mit einem sogenannten Clip verschließen. Das ist eine Standardprozedur und findet in etwa 2 Stunden statt und erfordert einen einwöchigen Krankenhausaufenthalt. Gerne informiere ich Sie näher über diese Prozedur, wenn dieses erforderlich ist. Vielen Dank.